Er lässt halt wieder ein. Jetzt zieht er was, jetzt zieht er was. Er zieht was, ja. Zieh an. Hab ihn. Aber ohne Witz, ich finde, hier sieht es richtig interessant aus. Ist ja, hey, wenn es halt so wirklich auch noch mal so 50 oder 55 Zentimeter Barsche geben. Ja. Das Maximum gibt es hier. Gibt so viele Barsche, das ist unglaublich. Ich habe schon so viele Barsche gefangen. Ja. Das ist wirklich krass. Wir haben bisher nur Barsch und Hecht gefangen. Ja, und den anderen. Ja, ist ja Barsch. So, jetzt ein bisschen Rasen. Das ist ein Film auch noch auf Zeit zu machen. Hast du Platz mitgenommen? Ja. Von dem Garten. Das ist ja schon ehrenlos. Da war voll das große Blockstück. Er lässt halt wieder ein. Nein, Hecht, ein kleiner. Oh, kleiner Hecht. Ja. Krass, krass. Heftig, einfach in der Mitte. Das ist aber ein kleiner. Das ist wirklich ein kleiner Hecht. Krass. Ich hätte jetzt auch in der Zwischenzeit zwei Bisse, aber die sind beide abgegangen. Krass. Ja. Was sagst du, Elias? Gefällt mir langsam das Gewässer. Endlich mal Fische. Wir wussten ja gar nicht, wie das geht. Komm zurück. Komm zurück. Perfekter Release. Ja, Mann. So, es geht weiter. Auf dann. Also wir haben wieder hier bei der Brücke geangelt auf Rose. Die erste Rotfeder haben wir gefangen. Das ist ein sehr gutes Zeichen ist, weil wir haben schon, wir wissen jetzt, dass es hier viele Raubfische gibt. Und dann werden wir auch diesen guten Weißfisch rauswerfen, weil das immer noch der beste Köder ist für Zander, Hecht, Barsch etc. Ey! Ey, mach den weg! Wir fangen die ganze Zeit Köderfische, Rotfeder. Manchmal Barsche. Die sind hier überall, also der Fluss ist voller Fisch. Das ist unglaublich. Ja. Das sind überall. Genau hier vorne, die ganzen kleinen Fische. Ja, mal werfen und zeigen das auch. Das sind wirklich alle beim Kraut hier vorne. Wenn man dort stecken sich alle. Oh, ja, oh, ja. Oh, ja. Oh, jetzt zieht er was, jetzt zieht er was. Jetzt zieht was, ja. Zieh an. Hab ihn. Ja. Stark, okay. Stark. Wow. Oh, der ist schon größer, ja. Hast du den Kescher? Brauchen wir nicht, oder? Alter, das ist eine Rotauge, oder? Nee, ich hab so Rotfeder. Nee, die lassen wir frei. Die ist so groß. Die lassen wir frei. Aber das ist wirklich auch schon. Ja. Wie ja, rot diese, guck mal, wie rot diese Flosse ist. Das ist ein Fisch, ey. Voll nice, hier, Elias, oder? Ja, ich sehe schon wieder. Guck, wie schnell das geht. Ich habe reingeworfen und schon geht was. Oh. Hey, ist da nicht was dran? Ja, das stimmt schon. Zieh an, zieh an. Nee. Okay, da ist was dran. Ja. Ernsthaft? Ja. Krass. Nein, ist abgesehen. Hast du nicht gesehen? Nee. Voll abgezogen. Der zieht, der zieht, der ja, zieht. Der ist drauf, der ist drauf, der ist drauf. Ja, hab ihn. Nice, ja. Der ist dran. Was ist das? Rotauge, oder? Ja, würde ich sagen. Ja, das ist Rotauge. Barsch gefangen, die beim Fischen für die Köderfische. Auch auf Maden, ne? Ja. Das ist schon krass, ne, dass Barsch auf Maden gehen. Mhm. Also kommt vor, aber nicht auf Elten. Fangen wirklich alles. Ist alles voll. Ist alles voller Fisch. Ist alles voller Fisch. Das ist wirklich krass. Wir fangen wirklich jede 2-3 Minuten einen Fisch. Hast du einen? Schade. Guck mal, ich werfe es ganz normal rein. Mal gucken, wann wir den nächsten Biss haben. Ja, ja, jetzt, jetzt. Nächster Biss. Geht innerhalb von Sekunden. Reißen hier die Fische, das ist wirklich krass. Na, hier ist auch richtig viel Natur. Also richtig viel Wasser. Ja, abgegangen. Ja, schade. Also hier Holland, top Gewässer für Fische. Ist aber ärgerlich. Ja, wir haben auch viele. Der Haken ist ein bisschen zu groß. Ja. Ich habe keine kleinen Hacken dabei gehabt. Das zieht den Köder, ja.
schon wieder abgegangen. Ich glaube, die nehmen halt nur die Bahn. Das kann sein. Ich glaube, hier sind noch viele kleine Fische. Ja. Hab ihn. Nice, nice. Die ist perfekt. Ja, die ist schön. Das ist krass. Ich finde, das kann man überhaupt nicht einschätzen, wie viele Fische hier sind. Wir könnten, keine Ahnung, allein von den Weißfischen 1000 mehr, aber auch, keine Ahnung, noch 100 sein oder, keine Ahnung, 500. Oder generell, wie viele Großfische es hier gibt, Karpfen oder Rassen, wie viele Barsche es gibt. Also es gibt so viele Barsche, das ist wirklich unglaublich. Was denn? Also ich würde sagen, am meisten Fische in dem Fluss sind Barsch. Und dann kommen direkt Rotaugen, Rotfedern, Rassen. Guck mal, direkt schon mal wieder ein bisschen. Bewegt sich. Hab ihn. Das ist so krass, ne? Also wirklich. Ist auch wieder Schiff. Ja. Das ist schöne Rotfeder. Ja. Geht aber so gut hin, ne? Ja, jetzt so ein bisschen so Schleimpunkte. Also wir fangen ja ein nach dem anderen. Aber heute Abend wird es wild. Es wird so wild. Einfach wegen unserer Stelle. Also hier vorne angeln wir immer. Und das ist die Stelle, wo wir angeln werden. Genau dieser Bereich da. Und das Interessante ist, das ist erstens eine große Fläche und zweitens hat er hier 1, 2, 3 Zuläufe, die alle auf diesen großen Bereich hier kommen. Und das wird sehr interessant, mit so viel Köderfisch, wie viel Raubfische dort schwimmen werden, in welcher Größe. Ich habe schon richtig Bock. Meines Erachtens, hier gibt es ja am meisten Barsche in dem Gewässer. Das ist mal einfach so für mich ein Großbarsch. Geht er auf so eine Größe drauf? Also ich würde sagen, der Barsch müsste so um die, ja, so ein guter 40er Barsch, 40 cm Barsch essen. Da geht auch so ein Köder drauf. Ja. Interessant. Aber darauf geht auch schon Fisch in 20 cm. Krass, krass. Also das ist so ein Köder perfekt, ist irgendwie kein. Aber dann auch zum Beispiel 70er, ich will auch auf den drauf gehen, oder? Klar, du nimmst den mit. Das ist ja voll der gute Köder. Weißt du, der covert voll viele Sachen. Ja, ja, und wenn du einen größeren Köder machst, kannst du einfach größere Fische fangen. Ah, verstehe. Und deswegen will ich eher die kleineren Fische, auch weil wir auch schon größere Barsche gefangen haben und auch kleinere Hechte. Und deswegen will ich halt auch beides gezielt angeln, weißt du? Und dadurch bietet sich dieser Köder am besten an. Oh. Das ist ja voll interessant. Machen wir ein Video, wer besser fängt, mit oder ohne Wiederhaken. Wer hat mehr Verluste? Wenn wir auch nur aus so einer Tabelle. Könnte echt mal, das ist echt spannend. Ja. Aber ich glaube, ich gewinne. Du kriegst mit Wiederhaken. Okay. Nicht mit trockenen Fingern anfassen. Wieso? Okay, wir sind beim Nachtangeln. Ja, ist schon vorbei. Boah, wir haben das vorbei. Ja, das sind die toten Fische, die uns übrig geblieben sind. Treffen wir jetzt rein. Weil das ist unser letzter Tag. Ja, genau. Wir wollen den Fischen noch eine kleine Freude machen. Wir haben leider ein bisschen zu viele Fische umgebracht, aber dafür freuen sich halt heute echt. Also ich würde mal sagen, das war's mit der kurzen Holland-Serie. Ja. Es geht wieder weiter in Deutschland. In der Nähe. Am Bach. Das wird in den nächsten Videos passieren. Zieh schneller, der geht durch alle Routen. Ja Junge, ich kann nichts machen. Der Junge, mach die Bremse zu. Alter. Junge. Oh, Alter. Ey, was passiert dir, Elias? Junge. Ich kann nichts machen.